So, wir haben gerade mal wieder einen richtig sattordentlichen Wolkenbruch. Naja, und ich dachte vielleicht, und passiert ja was unterwegs. Dabei kommt ja manchmal so ein Stück Berg runter oder alleine schon, wenn 5 cm Wasser auf der Straße stehen, finde ich das immer sehr beeindruckend, weil das passiert ja wirklich von einer Sekunde fast auf die andere. Hier jetzt schade, leider natürlich gerade nicht. Da ist wie bei den Fischen. Da muss man immer eine Weile laufen lassen, bis man, denn hier ist das Gelände zu steil. Genau, da läuft das gut ab. Hier ist ein bisschen Wasser auf der Straße. Jetzt das Gebläse wieder ausmachen, damit das hier nicht vielleicht zu viel Wind für die Kamera ist. Oh. Gebläse ausmachen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ein bisschen Fenster muss runter, ein bisschen Gebläse muss laufen, ansonsten beschlägt hier alles. Ist natürlich jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 100% relativ. Voll relativ, quasi. Quasi relativ. Das Wort gefällt mir, relativ quasi. Das sollte ich mal öfter benutzen. Das ist genauso wie absolut unwahrscheinlich, oder was hatten sie? Absolut unkalkulierbar? Keine Ahnung, der Deutsche Wetterdienst hatte da spezielle Formulierungen mit Absolutismus. Unwissend, was dieses Wort bedeutet, scheinbar. Oh, ich habe ja die Kamera ja nicht gerade gehalten, stelle ich gerade fest. Ich dachte, vielleicht kommen wir an irgendeinem fetten Canyon mal noch vorbei. Hier ist zum Beispiel schön zu erkennen, dass da ziemlich schnell ziemlich viel Wasser zusammenkommt, was dann auch ziemlich schnell ziemlich viel Material wegspült oder eben abträgt, erodiert oder eben nur beschwert und zum Einsturz bringt. Wenn sich das Erdreich voll saugt, dann steil hängen. Das kann ganz lange gut gehen, aber wenn es denn voller Wasser ist, ist es zu schwer und dann plumpf fällt es runter. Das sind dann meistens die Gelegenheiten, wo es denn runterfällt. Solcher Regen. Deshalb habe ich ja im Prinzip die Kamera angemacht. Hier ist zum Beispiel auch richtig sehr viel Wasser auf der Straße. Aber die Gullis sind relativ sauber und die schaffen es noch. Im Herbst ist denn häufig, sind die Gullis verstopft wegen mangelnder Wartung. Mangelnde Katastrophenvorsorge und dann läuft es halt über die Gullis hinweg, bis es dann über die Straßenränder hinwegläuft, die Straßenränder wegspült und dann ist die Straße weg. Nur weil die Gullis verstopft waren. Das kommt sehr häufig vor hier, sagen wir mal. Oh, ich muss ja, ist ja eine Halbautomatik hier, ich muss ja was machen. Handwechsel machen hier mit der Kamera. So, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Dann können wir auch aufhören zu filmen. Wenn ich nicht nur einen vollen Canyon finde, höre ich jetzt auf.